Heute bei RBB erzählen uns Sabrina, Marion und Alexander ganz viel darüber, wie Automatisierung funktioniert, wie Robotik funktioniert, wie Energiespeichern funktioniert. Bleibt dran! Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um von tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in Mannheim bei RBB und wir haben Sabrina, Marion und Alexander bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da sind. Herzlich willkommen. Super. Mögt ihr mal kurz erzählen, erstmal vielleicht 2-3 Sätze, wer ihr seid und dann müssen wir ein bisschen über RBB sprechen. Ja, das ist die Frage, wer fängt an? Dann war ich A, wie Alexander. Ja. Also ich bin bei RBB in Deutschland Mitglied des Vorstands, Arbeitsdirektor und Country HR Officer. Für Deutschland heißt, wir sind ein globales Unternehmen an, ich glaube, fast allen Standorten in dieser Welt, fast allen Ländern. Plus minus 120.000 Beschäftigte. In Deutschland haben wir na, etwa 8.000 UNCRAD. Und wir sind etwa täglich ändern 15 bis 20 Standorte in Deutschland. Und ja, einer der größten ist hier in Mannheim mit plus minus 1400 Beschäftigten. Dann mache ich weiter. Ne? Ja. Ja. Also, mein Name ist Marion Wickenhauser. Ich bin im Finanzbereich tätig. RBB hat im Wesentlichen 4 Geschäftsbereiche. Einer davon nennt sich Robotics und Discrete Automation. Und dort bin ich für den Bereich Finance zuständig. Wir machen eben die tollen Roboter. Ich bin total gespannt darauf schon. Ja, ich bin Sabrina Engels. Ich bin verantwortlich für unseren Antriebsbereich der Bahntechnik bei der RBB zuständig in Deutschland. Das ist auch ein Teilbereich von Motion, was auch ein eigenes Business dann von der RBB ist. Jetzt habt ihr alle 3 schon angesprochen, was RBB so ein bisschen macht. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Könnt ihr erstmal so ein wirklich globalen Überblick sozusagen geben, was ist ABB? Ich glaube, es geht viel um Engineering wahrscheinlich. Also wenn man es mal untechnisch sagt, alles was mit Energieeinsparung und Automatisierung zu tun hat, das ist ABB. Das ist auch einer unserer wichtigen Purposes. Unser Zweck ist, unsere Kunden zu helfen, Energie einzusparen, zu automatisieren. Und das sind 2 Zwecke, die auf der einen Seite fürchterlich hype sind, sehr grün sind, ist auch sehr bewusst von uns, wir wollen Energie einsparen, 30% ist durchaus machbar, das sind Ziele, die global viele Länder haben, viele Unternehmen haben, die umsetzbar sind. Und Automatisierung, das glaube ich ist vor allem ein ganz, ganz wichtiges Thema in Zukunft, weil uns die Arbeitskräfte fehlen werden. Und wir sprechen ja momentan über Migrationserleichterungen und. Im Land selber kannibalisieren wir uns momentan, die Industrie, mit dem Handwerk, aber es gibt halt nun mal nur glasvoll potenziell Beschäftigte, die müssen wir uns aufteilen. Migration ist ein Teil der Lösung, aber nicht die Lösung, weil gerade in Deutschland, wir sind Exportweltmeister, wir sind darauf angewiesen, dass es auch im Ausland noch Menschen gibt, die unsere Sachen kaufen. Klingt komisch, aber ja, ist so. Also auch da, die Kannibalisierung bringt nichts. Automatisierung. Ich habe noch gut in Erinnerung, dass man in den 80er, 90ern das verteufelt hat, das kostet Arbeitsplätze, heute sichert es Arbeitsplätze. Ohne Automatisierung können wir in Deutschland, bin ich mir sehr sicher, keine Produktion mehr halten. Ja, das, genau was du sagst, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich meine Ausbildung damals angefangen habe und dann hieß es, hey, die Geldautomaten und dann gibt es noch das Online-Banking, also Backkaufe, das braucht in ein paar Jahren kein Mensch mehr. Braucht man trotzdem weiterhin, sondern man digitalisiert und man automatisiert ja Arbeitsbereiche, wo man sagt, okay, das ist halt eigentlich gar nicht so hilfreich, dass da Menschen sind, sondern eigentlich ist es besser, wenn Menschen andere Tätigkeiten machen können. Also es ist schon hilfreich, wenn das Menschen machen können, aber die Anzahl der Menschen haben wir nicht mehr. Nur 2 Beispiele. Das ganze Thema Pflege. Da fehlen dramatisch Menschen, wenn man da nicht mit, klingt jetzt komisch, Automatisierung anfangen.
Aber das Umbetten eines Patienten, das kann ein Automat deutlich rückenschonender als ein Pfleger oder eine Pflegerin. Oder schauen wir, auch das wird sicherlich interessant werden, in die ganze Gastronomie. Kennt jeder. Mein Lieblingsitaliener hat zugemacht, weil er keinen Pizzabäcker mehr hat. Wie froh wäre ich, wenn es eine Maschine gäbe, die Pizzaböden macht. Also das ist ein Thema und wir sind längst dort angekommen. Einzelhandel. Wie viele Einzelhändler haben zugemacht, weil sie kein Personal mehr bekommen? Es gibt da Versuche, ich glaube in Amerika hat es einer mal gemacht, einen Schuhladen mit einem Roboter von euch, da kannst du vielleicht was dazu sagen. Da wirst du bedient von einem Roboter, der den Schuh eben dann aus dem Regal holt und nicht mehr die freundliche Verkäuferin, die da hin und her wächst. Ist auch eine Idee, die man automatisieren kann und damit Arbeitsplätze sichern kann. Okay, das kannst du auch zu dem Schuhladen erzählen. Also ich glaube, wir machen viele so Projekte, einfach um zu zeigen, was Roboter machen können. Und so wie der Alexander meinte, sind es ein bisschen zwei Themen. Das eine ist, es fehlt einfach das Personal per se, also die Anzahl. Und dann ist ja aber auch der Punkt, dass es bestimmte Sachen gibt, die wollen Menschen nicht mehr so gerne machen. Ne? Also wenn wir uns gerade vorstellen, in der Metallindustrie oder wo es dann vielleicht auch mit heißem Metall zu tun hat, das sind jetzt keine, oder Stahlindustrie, das sind jetzt keine Arbeitsplätze, die es, sag ich mal, Spaß machen in dem Sinn, sondern das muss halt einer tun. Und wenn das ein Roboter machen kann, dann schaffen wir das halt auch, dass Menschen die Arbeitsplätze machen können. Wir reden ja viel von New Work, die eben ihnen auch Spaß machen, wo sie einen Sinn drin sehen. Und da helfen eben Roboter mit. Aber es gibt natürlich auch diese sexy Anwendung, sage ich mal, wo man eben zeigt, auch in einem Kaufhaus mit den Schuhen. Oder auch Themen, die dann wahnsinnig schnell gehen. Ja, wo man sagt, ein Roboter kann in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit Themen verpacken oder irgendwo anders hin platzieren. Oder auch Sachen, die eben schwer sind, wo man sagt, wer will das den ganzen Tag heben, ja. Und da haben wir einfach ganz viele verschiedene Anwendungsfelder, die den Menschen sozusagen auch das Leben erleichtern. Ja, gerade wenn wir jetzt von der Welt sprechen, in der wir sagen, okay, Menschen sollen bis 67, vielleicht dann irgendwann 68, 69 arbeiten. Die 69-jährige Pflegekraft kann ja schlecht dann einen Patienten drehen eigentlich. Das geht ja in dem Moment fast gar nicht. Ja. Also das ist total spannend. Und, jetzt habt ihr schon diese Projekte angesprochen. Wie wichtig ist es, genau diese Projekte zu machen? Weil in den meisten Fällen sehen wir ja Roboter vielleicht mal im Fernsehen, wenn es halt um eine Automobilfabrik geht oder sowas, aber und halt ein Saugroboter vielleicht, aber sonst habe ich ja mit Robotern eigentlich gar nicht so viel im Alltag zu tun. Genau, also ich glaube, wir bedienen natürlich schon schwerpunktmäßig die Industrie. Wir sind jetzt niemand, der Roboter für den Privatgebrauch herstellt, aber auch in der Industrie ändert sich das alles, ja. Natürlich war Automobilindustrie vorwiegend, sage ich mal, unsere Kunden, ist auch immer noch ein großer Kundenkreis für uns, ja. Aber wir haben eben immer neue Felder auch. Und wir haben zum Beispiel letzten Monat auch einen Auftrag gehabt, wo wir in Laborautomatisierung verkauft haben, wo es einfach darum geht, Proben durch den Roboter bewegen zu lassen, das in der Geschwindigkeit, in der Stabilität und der Präzision, die einfach sich immer genau wiederholt. Und da kommen wir einfach dahin, dass die Roboter sich so entwickeln, dass sie immer mehr mit Menschen zusammenarbeiten können, dass wir immer weniger Sicherheitsmaßnahmen brauchen und damit auch immer neue Anwendungsfelder gibt. Ja, davor war es natürlich hauptsächlich auch in der Automobilindustrie, da waren Leute, die konnten programmieren, die haben Massen von Robotern gekauft. Jetzt kann ich einen Roboter selber einfach bedienen. Ja, also man guckt in den Schulen, die Kinder machen das ja schon, die programmieren Lego-Roboter und auch die Sprache für unsere Industrieroboter wird immer ähnlicher. Das heißt, ich kann auch in Anführungszeichen in einem kleinen Betrieb mir mal einen Roboter kaufen, ohne dass ich einen Programmierer brauche. Ja, ich kann den dann selber programmieren, kann den selber bedienen, kann dem einfach durch Bewegung zeigen, was er machen soll. Er zeichnet das dann auf und dann wiederholt er das hinterher. Und damit kommen wir jetzt einfach in ganz neue Anwendungsfelder rein, wo wir aber auch selber merken, wir brauchen da Partner, die mit uns gemeinsam überlegen, was macht da Sinn. Wir haben den Roboter, die Technologie und andere wissen dann wiederum ihre Anwendung und da müssen wir einfach zusammenkommen, weil der Markt einfach so riesig ist und die Anwendungsfelder so vielfältig. Und genau dafür braucht es auch eben wieder Leute, die solche Ideen mitentwickeln, die dann auch Spaß haben, damit dran zu arbeiten, um da einfach die Lösung zu finden zwischen dem Problem auf der einen Seite und der Technik, die wir haben und wie kriegt man dann beides zusammen. Es ist insofern echt interessant, wenn man so überlegt, okay, was kann man automatisieren? Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Frage, was kann man eigentlich nicht automatisieren? Ja? Macht ihr euch da auch Gedanken drüber? Also so, dass man sagt, okay, es gibt halt so die Default Assumption, eigentlich kann ich in fast allen Bereichen automatisieren. Gibt es dann auch Bereiche, wo man sagt, okay, da kann man eigentlich nicht viel machen? Also gibt es sicherlich auch, aber ich glaube, momentan ist die Überlegung eher bei der Vielfalt, was man machen kann, ist, wo steckt man die Energie rein und wo bringt es den meisten Nutzen für den Menschen, aber auch für das Unternehmen, für uns als Unternehmen, aber auch für unsere Kunden. Und ich glaube, da ist jetzt eher so ein bisschen der Fokus, statt zu überlegen, was kann man nicht, eher so ein bisschen, ja, wo setzen wir die Energie rein, wo bringen wir den größten Mehrwert.
Das ist echt Wahnsinn, wenn du sagst hier, dann kannst du quasi Roboter in auch kleinen Unternehmen einsetzen. Das hilft ja dann wahrscheinlich auch massiv bei der Wettbewerbsfähigkeit von kleineren und mittleren Unternehmen, weil du ja sonst immer das Problem hattest, okay, eine 20 Millionen Investitionen als kleiner Mittelständler vom Land, gar nicht möglich, ja. Genau, und das sehen wir jetzt auch eben mit diesen Cobots, nennen wir die, das sind die kollaborativen Roboter, die dann wirklich sozusagen kommen, wo man auch schon in YouTube-Videos angucken kann, wie packe ich den aus, wie lasse ich den dann sozusagen starten, dass man das auch selber kann. Und da kommt eben genau das, aber die Nachfrage kommt ja auch, weil Unternehmen, sage ich mal, genau diesen Fachkräfte- und auch Arbeitskräftemangel haben. Es geht ja nicht mehr nur um Fachkräfte, und wenn es halt eben um einfache Tätigkeiten geht, um Themen verpacken oder eben stark repetitive Themen, dann kommt jetzt eben diese Nachfrage immer mehr, und da müssen wir uns halt eben auch Gedanken machen, wie kommen wir in diese Breite. Ja? Früher war Vertrieb klassisch, da bin ich zum Kunden hingefahren, habe den betreut, habe mir überlegt, wie sind Konzepte, und habe dann auch eine große Anlage oder mehrere Roboter verkauft. Heute, wenn einer das einmal macht, muss das anders funktionieren, und von daher ändert sich auch da so viel, wie verkaufe ich, wie komme ich zu meinen Kunden, ja, wie kann ich denen ermöglichen, selber sich dieses Wissen anzueignen, und da tut sich einfach wahnsinnig viel. Die Frage, was kann man automatisieren, erinnert mich so ein bisschen an die Frage, die ich in den frühen 80ern mal gestellt habe, als die Computer aufkamen. Da habe ich jemanden, der mir so ein Ding verkaufen wollte, gefragt, was kann man mit dem Computer machen? Sagt er, alles. Oder mit Automatisierung letztendlich auch so. Und genau das, was Marion sagt, wo macht es Sinn? Und wo sind natürlich auch irgendwo irgendwelche Grenzen, auch ethische Grenzen, wo wir sicherlich auch aufpassen müssen. Die Frage Automatisierung hat ja auch ein Thema, noch eine andere Dimension, künstliche Intelligenz, KI, AI. Wo fängt das an? Wo hört man damit dann auf? Ich glaube, das sind alles Fragen, die muss der Markt, die müssen die Kunden und es müssen auch die Menschen beantworten, die davon direkt oder indirekt betroffen sind. Ja, total spannendes Thema. Also wenn du das halt kombinierst, also ich glaube, die Software liefert da schon total spannende Ergebnisse, aber wenn man dann natürlich noch Anwendung hat in der Industrie, die halt brutal selbst lernen, das ist schon wahrscheinlich ein Wahnsinn, was sich die Maschine auch selber beibringen kann. Ne? Also das ist ein unglaublich spannendes Thema. Das muss man erst immer anfangen, denke ich. Ja, also ich glaube, das Verrückte ist halt, dass wir jetzt in so eine Welt kommen, in der wir in den letzten Jahren schon sehr viele Daten erzeugt haben, aber irgendwie nicht so viel damit machen konnten. Jetzt kommen wir auf einmal in so eine Welt, in der wir sagen, wir erzeugen noch viel mehr Daten, und auf einmal wissen wir, was wir daraus machen, und die nächsten 10 Gigabyte, die bringen mich so viel mehr weiter als die letzten 10, und das ist schon wirklich spektakulär. Das sagt sich so leicht. Wir sammeln Daten, ja, mittlerweile mit IP5 können wir ja jedem Sandkorn auf dieser Erde eine IP-Adresse vergeben. Und die Vorstellung, dass jedes Sandkorn gerade irgendwo hin zentral meldet, hey, mir geht's gerade so und so, hey, auf mir liegt ein dicker Deutscher oder so, das finde ich schon spannend. Aber jetzt, was mache ich mit den Daten? Und das ist ein Thema, wir kommen immer mehr in die Richtung, dass wir eigentlich Kompetenzen uns aneignen müssen. Wissen ist selbstverständlich, wir werden nie davon wegkommen, dass wir uns Wissen aneignen müssen, aber Kompetenz. Wenn ich dir jetzt 1 Milliarde Daten vor den Latz knalle und sage, mach mal alles ins Excel rein, und jetzt kommt es aber, bringen wir ein sinnvolles Ergebnis. Mhm. Das ist die Kunst. Mhm. Was mache ich mit diesen vielen, vielen Daten, damit ich ein sinnvolles Ergebnis, wie ich Energie einsparen kann, was ich automatisieren kann, wie ich einen Weg besser gehen kann mit einem Roboter, was mache ich mit diesen Daten? Und das kann man nicht lernen, das muss man sich aneignen, einüben. Datenverknüpfungskompetenz ist, glaube ich, eine der ganz, ganz wichtigen Kompetenzen der nächsten Jahre. Total spannend. Magst du mal ein bisschen was über den Motion-Teil sagen? Es ist total spannend, dass wir schon über Automatisierung kennengelernt haben. Ja, also ich meine, Automatisierung ist natürlich bei uns in der Produktion natürlich auch ein Thema. Also jetzt bei uns explizit im Bereich, wir produzieren Energiespeichersysteme für die Bahn. Und da haben wir natürlich auch Produktionslinien jetzt tatsächlich aktuell in der Schweiz, die dann automatisiert dann aus Batteriezellen Module entsprechend also produzieren, die wir dann letztendlich dann zu kompakten Batterien dann in Deutschland dann tatsächlich entmontieren. Ja, das ist ja auch eines, wie ich damit auch eines dieser ganz großen Zukunftsthemen, also dass ich jetzt in Deutschland im Besonderen diese Herausforderung habe, ich
produziere sehr viel Energie zu Zeiten, in denen ich sie vielleicht brauche, aber vielleicht auch zu Zeiten, in denen ich sie nicht brauche. Deswegen dieses ganze Energiespeicherthema hat ja einen gigantischen Fokus gerade von vielen Teilnehmern. Ich würde so gerne mal verstehen, wie ihr daran teilnehmt. Ja, also letztendlich haben wir ein Bahnsystem in Deutschland. Da ist natürlich viel elektrifiziert mit Oberleitung, aber eben auch ein Teil nicht. Und aus dem Grund sind natürlich gerade dann diese Batterien eine super Alternative, um eben dann auch weg von dem Dieselgenerator zu kommen, um so natürlich dann auch CO2-Einsparungen dann dauerhaft zu gewährleisten und auch energieeffizienter dann zu fahren. Ja, also okay, wenn du sagst, okay, nicht elektrifiziert, das ist, glaube ich, ein Verhältnis, was sehr extrem ist, oder? Also das Verhältnis von elektrifiziert zu nicht elektrifiziert schon einfach extrem groß ist. Das heißt, wenn du elektrische oder elektrifizierte Energie oder elektrifizierte Züge überall haben möchtest, dass du effektiv sagen musst, okay, du kommst eigentlich nicht drum herum, da neue Wege zu gehen. Ja, absolut. Also es gibt immer wieder Strecken, die eben keine Oberleitung haben. Also das heißt, ein Zug kann wirklich nur auf ausgewählten Strecken dann mit der Oberleitung sich fortbewegen. Und es gibt immer wieder natürlich dann Abzweigungen, gerade wenn es in kleinere Orte geht, wo natürlich dann diese Oberleitung fehlt und wir natürlich dann über die Energiespeicher dann die Weiterfahrt ermöglichen. Wie kann ich es generell vorstellen, wie ihr solche Innovationen entwickelt? Also zum Beispiel so das Thema, also Speicher in Zügen. Hätte man ja vor 30 Jahren auch sagen können, naja, Diesel ist billig, das wird immer so bleiben. Oder wenn man das Thema Automatisierung hat, ja Gott, ja, haben wir schon ganz gute Sachen. Also die Automobilindustrie kriegt den Kram zusammengeschweißt, passt. Wie kann man das als Unternehmen gewährleisten, dass ihr da einfach viel Innovation mitbringt und dass ihr dann auch genau diese Wege geht, die Innovation dann zu Kunden zu bringen? Ich glaube, das kann man schwer sagen und erzählen, wie diese Prozesse ablaufen. Ich denke, es gibt ein wichtiges Punkt, vergiss alles, was du weißt. Ja. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, als die Automobile kamen, dann hieß es, Pferde werden nie aussterben. Und die Bahn, da war auch der Tod angesagt. Und es gibt einen gewissen Bill Gates, der meinte, er wisse eigentlich nicht wirklich, was man mit einem Computer machen soll. Ich glaube, das ist der Punkt. Unternehmerischer Mut heißt auch, etwas zu entwickeln, wo ich noch nicht weiß, wird das der Markt akzeptieren? Beispielsweise Bahnsysteme. Das ist mutig zu sagen, wir können eine Bahn auf das Gleis stellen ohne Oberleitung. Und das muss der Kunde akzeptieren und vielleicht akzeptiert oder versteht er es nicht auf Anhieb, aber irgendwann wird er es verstehen. Und, wir hatten Zeiten, wo Arbeitskräfte kein Problem waren zu bekommen. Da war das Thema Robotik eher ein Entlastungsthema für die Menschen. Und heute ist es eine Notwendigkeit. Wenn ich heute ein Flurfördersystem habe, dann ersetzt das jemanden, der ein Wägelchen mit Teilen von A nach B schiebt, den ich heute gar nicht mehr finde auf dem Arbeitsmarkt. Das geht auch, das ist ganz wichtig, nicht nur um Fachkräfte, es geht generell um Arbeitskräfte, die uns fehlen. Und ja, Weitsicht, Mut und die richtigen Entwicklungsteams. Ich glaube, das versuchen wir ja auch schon ein bisschen zu fördern, indem wir eben Forschungszentren auch haben bei ABB, die sich schon nicht damit beschäftigen, dass jetzt direkt ein Produkt ist, was morgen verkauft werden muss, sondern die genau auch gucken, wo gehen entsprechend Trends hin, frühzeitig so Technologien auch mitmachen und da einfach auch Menschen haben, die mit sehr viel Kreativität, sage ich mal, wirklich einen Schritt weiter denken, einen Schritt weiter in die Zukunft. Und aber auch in jedem Bereich, sage ich mir, haben wir Menschen, die sich schwerpunktmäßig mit R&D beschäftigen, mit Forschung und Entwicklung, aber dann schon eher produktanwendungsnäher. Und dann ist so, dass einfach auch wir Ideenprogramme haben, wo Mitarbeiter wirklich mit Ideen kommen. Also ich glaube, es ist vielfältig, wie Innovation entsteht. Und wir versuchen natürlich, das zu fördern, weil es auch, glaube ich, die DNA von ABB ist. Und bei uns viele Leute einfach auch arbeiten, die Spaß haben am Tüfteln, weil sie einfach auch so einen technischen Hintergrund haben. Und den versuchen wir halt über verschiedene Wege auch, sage ich mal, zu fördern und in bestimmte Bahnen zu lenken. Ich finde das total faszinierend, weil gerade so das Thema nachhaltige Transformation und der andere Trend halt mit chronischem Arbeitskräftemangel, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt, es sei denn, es passiert eine
wirklich Katastrophe, die wir alle nicht, die wir alle nicht vorhersagen und die wir natürlich alle nicht hoffen, dass die passiert, aber dass jetzt der Arbeitskräftemangel halt über die nächsten Jahrzehnte massiv werden wird, das ist ja was, ja, was eigentlich sehr greifbar ist. Und deswegen, ich muss sagen, ich finde es sehr interessant, dass ihr da beide Zukunftsthemen bearbeitet, aber auch, dass ihr da schon halt sehr, sehr langfristig dran gearbeitet habt, weil also gerade das Thema jetzt Energieeffizienz oder das Thema Elektrifizierung, das war ja über Jahre so ein Thema, wo man gesagt hat, okay, das ist ganz gut, wenn wir es können, aber auf der anderen Seite, also so diese Diskussion, die man vor 10, 15 Jahren hatte mit Peak Oil oder sowas, das war ja eigentlich so eher die große Diskussion, also Peak Oil, das wird es eh nie geben und deswegen brauchen wir uns auch über andere Sachen gar keine Gedanken zu machen. Deswegen, wie gesagt, finde ich das total spannend, wie ihr das halt schon vorangetrieben habt über die letzten Jahrzehnte, dass ihr jetzt halt schon an Produkten arbeitet oder dass ihr jetzt Produkte habt, die genau das reflektieren, was wir jetzt brauchen. Also ich glaube, was uns auch hilft, das ist, dass wir 4 verschiedene Business Areas sind. Nicht jede Business Area läuft in jedem Jahr genau gleich gut, aber damit können wir auch ein bisschen ausgleichen und das Thema Energie, ich glaube, wir alle haben gut in Erinnerung, dass alle gesagt haben, Logistik kostet nichts. Das hat sich plötzlich geändert. Energie kostet wenig. Das hat sich plötzlich geändert. Und jetzt sind genau die Bereiche und das Thema Arbeitskräftemangel, die Bereiche, die hier einsteigen können, sind jetzt die Geforderten und können auf die Straße und können die Performance bringen, wohin vielleicht andere Business Areas nicht ganz das Glück haben, so völlig trendy zu sein. Wobei momentan läuft es eigentlich in allen Business. Das ist gut. was sind so die nächsten großen Sachen, die ihr so anvisiert? Also du hattest gerade davon gesprochen, ihr habt auch R&D-Center, die auch mal so ganz befreit von der Produktdenke Ideen nach vorne bringen. Was sind da so Sachen, wo ihr sagt, hier, das wird in den nächsten Jahren schon mega wichtig werden? Das ist ein bisschen schwierig. Also wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass wir auch in Deutschland so ein Forschungszentrum haben, von wenigen in der Welt. Aber da sind ziemlich geschlossene Türen. Und auch der Vorstand kommt da nicht ohne weiteres rein und sieht da alles. Also über die zukünftige Entwicklung konkret kann man nichts sagen. Aber natürlich das Thema Energie, noch mehr Energie einsparen, Automatisierung. Das Thema Energieeinsparpotenzial oder Verfügbarkeit machen von Energie, sieht man im Bereich Motion. Da denkt man mehr drüber nach. Wir sehen das an der Elektromobilität. Wir sind einer der größten Hersteller, vor allem von den schnellsten Ladesäulen. Das wird dramatisch wichtig werden. Schönes Beispiel, wir sponsern die Formula E-Rennen. Jetzt kann man sagen, ja, da rennen jetzt so ein paar Elektrofahrzeuge im Kreis rum, das ist sicherlich richtig, aber das ist natürlich ein Forschungsprojekt. Wie schnell kriege ich so ein Auto wieder aufgeladen? Ob so ein Boxenstopp 10 Minuten oder eine Minute dauert, macht natürlich am Ergebnis schon was aus. Und das sind so Felder, wo man in der Tat hundertprozentig nie wissen kann, was kommt raus oder auch im Bereich Bahn. Die Produkte sind ja auch in der Straßenbahn untergebracht und verfügbar. Du kannst im Zweifel viel besser sagen, was sie da machen oder nicht. Das heißt, die haben ja eine Oberleitung. Jetzt könnte man sich vorstellen, hoppla, brauche ich gar nichts. Macht aber trotzdem Sinn. Im Auto wissen wir das über die Rekuperation, dass ich eben die letzte Energie, die ich noch habe, nämlich beim Abbremsen, dass ich die wieder reinhole. Da hat sich auch irgendwann mal ein schlauer Kopf Gedanken gemacht, hoppla, da steckt auch noch Energie drin. Also wo jetzt genau Automatisierung, wo genau das Thema Energieeinsparung in Zukunft eine Rolle spielen wird bei ABB, kann dir vielleicht der ein oder andere sagen, wird es dir aber nicht, ja, weil wir noch Marktbegleiter haben. Möchtet ihr mir vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr zu ABB gekommen seid? Also ich habe bei euch allen drei so einen großen Enthusiasmus für die Technik gespürt, für die Zukunftsthemen, an denen ihr arbeitet. Wie war das? Warum seid ihr zu ABB gekommen? Ich schon wieder. Dann fange ich diesmal an. Sabrina ist dann beim nächsten Mal dran. Also ganz ehrlich gesagt, bin ich sozusagen ein ABB-Kind. Also mein Vater hat früher bei was heute Alstom ist gearbeitet, das heißt, ich hatte einen Bezug dazu und habe mich aber für das duale Studium interessiert. Ich fand es irgendwie die Vorstellung, schon mal Geld zu verdienen und dabei zu studieren.
Und dann kann ich natürlich RBB und habe mich da beworben und bin deswegen schon quasi ewig dabei. Habe auch zwischendrin mal extern geguckt, um einfach mal zu sehen, wie ist es woanders, weil ich kenne ja gar nichts anderes. Um dann aber festzustellen, dass mir das einfach von der Kultur her sehr liegt und auch von den Themen, also wie du ja schon gesagt hast, diese ganzen Themen, die auch auf Nachhaltigkeit anzahlen, die Sinnfrage stellt sich da nicht so, weil man kann Sinn erkennen von dem, was unsere Produkte tun, von dem, was wir herstellen, aber halt auch von der Unternehmenskultur. Und so war ich sozusagen ja in allen möglichen Finanzbereichen von ABB in Deutschland und auch mal was für Europa und habe halt immer auch die Möglichkeit bekommen, was anderes zu sehen, was Neues zu lernen. Und ich glaube, das macht halt ABB auch so ein bisschen aus, dass man seinen Weg gehen kann, dass man den selber gestalten kann, dass man immer wieder auch die Möglichkeit bekommt, was Neues zu machen. Und von daher sind es schon viele Jahre inzwischen. Okay, was war es denn für dich, was Neues zu machen? Ja, von den Themen unterschiedlich her. Also ich war, wie gesagt, bei Robotics, ich war aber auch schon mal im Bereich Prozessautomation. Ich war schon mal auf Country CFO für Österreich und habe ein Thema gemacht. Also ich bin auch Mutter, habe zwei Kinder und habe auch die Möglichkeit bekommen, eine Führungsaufgabe in Teilzeit zu machen, was auch nicht selbstverständlich ist. Also es gab immer wieder Möglichkeiten, was Neues zu machen und ich glaube, man kann es ja auch sagen. Jetzt musst du aber auch sagen, was du jetzt künftig machst. Genau, und ich, wie gesagt, habe jetzt eine Finanzlaufbahn sozusagen klassisch gehabt, habe da relativ viel gesehen und habe jetzt eben die Möglichkeit, die Leitung der Ausbildungszentren zu übernehmen. Ganz anderes Thema, wo man sagt, okay, ich kann da meine Erfahrung, Wissen einbringen, auch für ein Thema, wo Herzblut drinsteckt und dann eben in vielleicht eher einen HR-nahen Bereich gehen und das ermöglicht eben ABB zu sagen, auch ja, was sind so die eigenen Interessen, was sind die Firmeninteressen, wie kommt man zusammen, wie kann man auch was Neues machen und eben jetzt wieder auch eine Chance, was Neues machen zu dürfen. Es muss auch noch ein bisschen was dazu erzählen, Führungsaufgabe in Teilzeit mit Kindern, das hört sich beeindruckend an. An manchen Tagen ja, an manchen nein, also, ne? Wie das immer so ist. Also an manchen Tagen denke ich, Mensch, das ist super, du hast beides, du kannst einen tollen Job haben und sogar eine Führungsaufgabe und noch mit den Kindern heute Mittag ein Eis essen gehen und dann gibt es Tage, wo es natürlich nicht klappt und ich denke, der Idiot ist auf die Idee gekommen, man müsste jetzt beides unter einen Hut bringen können. Ja. Also es gibt natürlich solche und solche Tage. Aber es ist schon so, dass ich einfach die Möglichkeiten bekommen habe. Es braucht Flexibilität von mir, von meinen Kindern, von meinen Mitarbeitern, von meinen Kollegen. Aber wir haben es bisher immer ganz gut geschafft. Wie gesagt, an manchen Tagen mehr oder weniger. Und das finde ich halt super. Das wäre woanders, glaube ich, nicht unbedingt so. Und hier war es so, dass nach dem ersten Kind ich selber dachte, ja gut, so einen Job werde ich dann jetzt wohl nicht mehr machen können. Und dann eben mein damaliger Chef, der Markus Ochsner, kam und sagte, ja, aber das kriegen wir doch irgendwie hin und ich habe eine Idee. Und dann haben wir eben zusammen getüftelt und danach war es dann auch einfacher, weil natürlich die Leute gesehen haben, es funktioniert. Und dann kam ich und sagte, ja, ich hätte da noch eine Aufgabe und ich habe gesagt, ja, aber du weißt ja, ich arbeite Teilzeit. Ja, okay, aber es hat ja schon da funktioniert, also lass uns mal gucken, wie es auch bei uns funktioniert. Und so haben es dann immer Möglichkeiten gefunden und so war es jetzt auch. Habe ich auch zum einen gesagt, ja, das Ausbildungszentrum würde mich schon sehr interessieren, aber ich arbeite ja Teilzeit und habe eben geguckt, wie kann es gehen. Was für Rahmenbedingungen habe ich, was erfordert der Job und wie kommen wir gemeinsam zusammen? Und ich kann sagen, es war ja eben immer Flexibilität, darum hat Lösungen gefunden. Ich glaube, das macht ABB so ein bisschen aus, dass es einen Rahmen gibt, aber auch sehr viel Freiheitsgrade. Für die einen, die würden sagen, es gibt keinen Plan, würde die anderen sagen, nee, ich habe total viele Möglichkeiten und das muss man halt mögen und ich mag das sehr. Ja gut, das nennt man ja heute agil, also deswegen. Wie bist du auf die Sache in den Ausbildungszentren gekommen? Na gut, ich habe selber ein DH-Studium gemacht und es wird bei uns auch eben über die Ausbildungszentren wird das duale Studium mitbetreut für die dualen Studenten. Und ich habe das halt immer so aus der Ferne beobachtet und dachte, das ist eigentlich irgendwie eine tolle Sache. Ich habe selber ja so eine Ausbildung gemacht und sehe natürlich auch bei uns, dass es ein Thema ist, was für die Zukunft auch wichtig ist. Ja? Wo wir sagen, es wird auch immer schwerer, Auszubildendenstellen zu besetzen, da qualifizierte Menschen zu finden. Ja, habe einfach schon immer ein bisschen Thema für Faible für HR-Themen gehabt. Und als das letzte Mal diese Stelle ausgeschrieben war, ja, das hättest du eigentlich auch mal machen können, dachte ja, irgendwie habe ich gemerkt, da entwickle ich so eine Begeisterung für das Thema und habe dann eben, wir haben ja auch jährliche Mitarbeiterentwicklungsgespräche gesagt, wenn das mal wieder frei wird, das würde mich interessieren. Und jetzt gab es eben die Chance, es wurde wieder frei und man hat sich auch an mich erinnert, dass ich gesagt habe, ich hätte da ein Interesse und wir haben auch eben ein Open Job Market und da hat dann jeder auch die Möglichkeit, sich zu bewerben und so hat es dann geklappt. Manchmal steht einem einfach auch der Sinn nach was Neuem und man möchte mal was anderes ausprobieren, was Neues dazulernen und genau. Wobei mir schon wichtig ist, auch zu sagen, wie bedeutend unser Ausbildungszentrum ist. Wir haben 1000 Azubis in Berlin und in Heidelberg im Wesentlichen, auch an den anderen Standorten.
machen sehr viel Verbundausbildung, aber das ist schon ein großer Betrieb, 1000 Auszubildende. Das ist in der Tat groß. Ja. Also das ist ja dann auch echt eine super spannende Aufgabe. Das ist ja dann auch was anderes als hier zum Beispiel Country CFO Austria. Das ist schon faszinierend, wie diese einzelnen Rollen, wie wird man so darauf vorbereitet, diese Rollenwechsel durchzuführen bei ABB? Also wir machen ja selten so einen ganz extremen Rollenwechsel, sondern das entwickelt sich ja weiter. Also ich habe angefangen im Controlling von Vertriebscontrolling von einem Bereich und dann durfte ich irgendwann das Controlling für den gesamten Geschäftsbereich übernehmen. Das heißt, ich habe dann ein Teil Wissen mitgebracht. Ich kannte den Bereich, ich kannte Basics im Controlling und habe andere Themen dazugelernt. Und ich glaube, so ist es eben in vielen Punkten, dass man was mitbringt. Und ich glaube, die Kunst ist ja, dass nicht alles neu ist, sondern dass man eben bestimmte Erfahrungen mitbringt. Und ich glaube, so ist es als ich Country CFO Österreich wurde sozusagen, habe ich mitgebracht bestimmte Finance-Kenntnisse, Kenntnisse von ABB, von den verschiedenen Geschäftsbereichen, das kannte ich alles schon, aber ich kannte natürlich nicht, was sind jetzt spezielle Gegebenheiten in Österreich, ich kannte jetzt nicht bestimmte Themen, die auf so einer Country-Rolle wichtig sind, wo es dann auch eher um Treasury- und Tax-Themen geht, die ich so im alltäglichen, im normalen Controlling nicht habe, weil es da eben andere Funktionen für mich macht, ja. Und so lernt man jedes Mal was Neues dazu und bringt was mit und das hängt dann eben an einem selber, wo will ich sozusagen mich erweitern und mein Wissen erweitern, ja, und für mich war jetzt der Punkt zu sagen, okay, ich bringe eine gewisse Führungserfahrung mit, ich bringe ein Netzwerk mit innerhalb des Konzerns und auch bestimmte Basics in HR, die ich einfach über die verschiedenen Stationen gelernt habe, aber natürlich bin ich jetzt kein Experte in Ausbildung, aber da gibt es natürlich Menschen, die kennen sich damit sehr gut aus und ich freue mich, das von denen zu lernen, um gemeinsam dann weiterzuentwickeln und so glaube ich, kann dann einfach auch einen Weg bei ABB sehr wohl gehen, weil da diese Offenheit da ist und man einfach immer ja ein bisschen was in seinem Rucksack reinlädt und dann eben guckt, was fehlt noch und was interessiert aber auch mich persönlich. Ja, das ist ja sehr individuell und dann eben wieder ein Stückchen den Rucksack füllt und weitergeht. Rubino, wie war es bei dir? Wie ich zu ABB gekommen bin? Ja, also bei mir war es tatsächlich eher Zufall. Ich kannte ABB auch während meines Studiums nicht. Ich habe klassisch Maschinenbau in Aachen studiert und war auch eher Richtung Produktionstechnik, jetzt auch nicht Richtung Automatisierungstechnik oder Bahntechnik, da wo ich jetzt bin. Und es gab dann diese Bonding-Messe, die finde ich für Studenten halt immer super. Da kann man Unternehmen kennenlernen, gucken, was gibt es für Einsteigerprogramme. Und ABB hat halt das Trainee-Programm, was mich damals halt sehr fasziniert hat. Und da hatte man einfach die Möglichkeit, ein Unternehmen kennenzulernen, was man so im Studium ja nicht lernt, verschiedene Abteilungen, wie es aufgebaut ist, wo man seine Interessen wirklich hat. Und genau, das war dann anderthalb Jahre, wo ich dann an verschiedenen Standorten war, sowohl auch in Amerika als auch in Schweden. Und war dann auch so begeistert, die Leute waren auch so begeistert von mir, dass ich deswegen dann in Minden die Fertigung für die Stromumrichter bei der Bahntechnik dann leiten durfte, nach dem Trainee-Programm. Jetzt erzähl nochmal was davon, wie was in den USA und in Schweden. Ihr seid ja auch ein Konzern, der in Schweden auch beheimatet ist, teilweise zumindest, oder? Also das Also es gibt zwei Intern, die ASEA aus Schweden, die Brown Boveri aus Schweiz. Und als sie sozusagen verheiratet worden sind, ist der Sitz nach Schweiz. Also dann bist du in Schweden gewesen, in den USA. Wie war das so für dich? Ja, also ich meine, ich hatte durchs Studium schon Auslandserfahrung und fand das halt super toll, dass man ja da auch wirklich eigene Erfahrungen sammeln kann, auf sich selbst gestellt ist und vieles gestalten und kreativ sein kann. Und in den USA war ich dann tatsächlich dafür zuständig, ein neues Produkt, was sie entwickelt hatten, da eine Produktionslinie für aufzubauen, zu überlegen, wie kann man das jetzt wirklich produzieren. Komplett eigentlich von dem auch weg, was ich jetzt aktuell mache, weil es auch ein anderer Bereich war. Es war nicht der Motion-Bereich, sondern auch Prozess-Automation. Und das war dann auch als Trainee diese Verantwortung, die man bekommen hat, die war einfach faszinierend. Du hast dein eigenes Projekt, das hast du selbst geleitet, du hast selbst geguckt, wie du diese Sachen da gestaltest und am Ende hattest du dann ein Ergebnis. Und das war halt so auch an den einzelnen Stationen das, was mich fasziniert hat. Und vor allen Dingen, ich durfte in jeden Bereich irgendwo reinschnuppern, der mich interessiert hat. Ich war auch einmal im Servicevertrieb dann zum Beispiel als eine Station. Einfach, weil ich wissen wollte, liegt mir das? Und das war halt dann auch das, was das Trainee-Programm dann ausgemacht hat. Dieses
mitentscheiden können, wo liegen die Interessen und sich so ein bisschen selbst finden, um zu wissen, was man dann auch letztendlich dann als richtigen Job danach auch machen möchte. Also bist du im Trainingprogramm eigentlich schon brutal stark rumgekommen damals, oder? Also das... Ja, das kann man so sagen. Also da kann man auf jeden Fall sich ein gutes Netzwerk aufbauen. Man lernt wirklich viele verschiedene Standorte kennen und bekommt wirklich viele Möglichkeiten, um auch einen richtig guten Start danach zu haben. Wäre das auch für dich eine Option gewesen, in den USA zu bleiben oder in Schweden? Tatsächlich wäre das eine Option gewesen. Die wurde mir leider nicht geboten. Aber ja, ich fand es schon toll, dass man zumindest auch während des Trainee-Programms schon teilweise Angebote bekommen hat, wo man denn potenziell danach auch sein könnte. Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch teilweise Trainee-Programme, da hast du am Anfang schon eine Stelle, auf die du hinarbeitest. Das ist dann ein bisschen, ich sag mal, zielorientierter vielleicht. Bei mir war es jetzt ein bisschen anders, aber das hat es für mich dann auch perfekt gemacht. Ja, also gerade wie du schon sagtest, also dass du ja einfach gar nicht weißt, was auf dich oder was auf dich zukommen könnte, um dann zu schauen, hey, passt das eigentlich? Das ist natürlich dann schon cool. Und du bist dann mit dem Trainingprogramm fertig gewesen und dann nach Minden. Genau, da hatte ich tatsächlich auch vorher schon zwei Stationen gehabt. Mhm. Einmal auch in einer anderen Produktionslinie, beziehungsweise im Industrial Engineering. Und tatsächlich eine kurze Station dann in dem Bereich, wo ich dann die Fertigung übernommen habe. Und ja, das war halt super. Es war wirklich eine kleine Fertigung. Gerade, ich sag mal, wenn man noch keine Führungserfahrung hat oder irgendwelche Hintergründe, was das angeht, ist das natürlich eine enorme Aufgabe, die aber super spannend war. Also gerade auch SAP-System, zuvor noch nie mitgearbeitet, auf einmal innerhalb von 3 Monaten, weil mein Vorgänger... der hat es quasi mir übergeben in 3 Monaten und ich habe Crashkurs gemacht und alles gelernt, was man so in der Produktion dazu wissen sollte. Und das war natürlich eine gewisse Herausforderung, aber es hat einfach Spaß gemacht, weil auch danach, ich konnte so kreativ sein. Ich konnte gerade auch, was eben Lean angeht, die Produktion optimieren. Ich konnte mit den Mitarbeitern neue Konzepte ausarbeiten, ausprobieren und ja, diese Möglichkeiten, die man da hat, also wenn man wirklich selbst gestalten möchte, die waren halt für mich super. Nicht immer einfach, aber super. Also das, wenn ich das bei euch beiden so raushöre, dass es eigentlich unglaublich viel Empowerment ist, unglaublich viel auch so ein bisschen, das heißt ja ins kalte Wasser, aber so ins lauwarme Wasser, um zu sagen, okay, hey, probiert das mal aus, es könnte dir liegen, hast du da drauf Bock? Ein Trainee, der eine Produktion leitet, auch remarkable, um es so auszudrücken. Das ist natürlich schon spektakulär. Inwieweit ist das so auch eure Firmen-DNA, dass man sagt, okay, weißt du was, wie kriegt das hin? Also ich würde sagen, man bekommt hier wirklich die Chancen, wenn man sie halt auch nutzen möchte. Also natürlich wird keiner, der einfach sagt, nee, ich fühle mich wohl in dem, was ich tue, oder ich bin einfach mehr introvertiert oder wie auch immer, der wird in keine Position gedrängt. Also jeder kann eigentlich das machen, wo er auch dafür geeignet ist und was er dann auch möchte. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Und dieses Vertrauen, was man wirklich dann auch teilweise bekommt, ist halt enorm. Also für mich war das ja dann auch von der Produktionsleitung, also von diesem, sag mal, Job, jetzt in diesem, wo ich jetzt bin, also für den ganzen Geschäftsbereich dann die Verantwortung bekommen. Das war halt auch schon enorm. Das macht man eigentlich auch nicht so mal eben. Aber wenn man halt merkt, dass die Person das wohl hinbekommt, dann kriegt die auch entsprechende Unterstützung, wird entsprechend vorher auch mit Trainings auch ein bisschen darauf vorbereitet, dann funktioniert das halt auch. Aber man muss es halt eben selbst auch wollen. Ich glaube, es macht auch unsere Trainee-Programme aus. Also wir suchen auch gerade wieder ein Global Trainee Finance und da fragen wir auch, Jan, wo ist dann meine zweite Station? Was mache ich in der dritten Station? Ja, da gibt es theoretisch, also natürlich haben wir da Ideen, wo wir sagen, die erste ist eher eine lokale, die zweite ist dann eher irgendwo broad, aber man kann es selber gestalten. Und ich glaube, das macht es bei ABB aus, dass man eben diese Freiheit hat, so ein bisschen seinen Weg zu gestalten. Aber wie gut er dann ist, hängt eben auch davon ab, wie sehr ich mich selber einbringe, wie sehr ich mich selber kümmere, wie viel Initiative ich zeige. Und wenn ich halt eher jemand bin, der das sehr stark vorgefertigt will, dann ist es, glaube ich, bei uns an vielen Stellen nicht ideal. Weil wir auch genau eben Leute suchen, die eben gestalten wollen, die Ideen einbringen, die sich mit einbringen und dafür, glaube ich, aber auch ein ganz gutes Umfeld schaffen. Und dementsprechend trifft man natürlich auf Leute, die sich vielleicht in so einem Umfeld auch dann gerade wohlfühlen. Ja, spannend. Alexander, wie bist du damals zu ABB gekommen? Ganz anders. Okay. Also ich hatte schon 20 Jahre lang einen anderen Job, sagen wir mal im Großbereich Beratung bei einem Arbeitgeberverband war ich Geschäftsführer.
Und in der Beratung, also ich bin gelernter Rechtsanwalt und MBA, aber in der Beratung, man wird immer sehr spät reingeholt, wenn das Kind sozusagen schon auf dem Brunnenrand sitzt. Und wenn man das Kind dann vom Brunnenrand runtergezerrt hat, dann ist man wieder weg. Und mich hat eigentlich schon immer interessiert, was ist eigentlich vorher und was ist nachher. Und dann war eigentlich nur ein sehr konsequenter Schritt, als dann das Angebot kam, hierher zu kommen, zur ABB, dann auch zuzuschlagen. Und habe dann in der Tat im Bereich Arbeitsrecht und Arbeitnehmerbeziehungen als Leiter angefangen. Und dann kamen immer ein bisschen Aufgaben dazu, Performance Management, Compensation Benefits, dann kam eine globale Rolle Labor Law, eine globale Rolle Labor Law und Labor Relations dazu. Und 21 bin ich dann gefragt worden, ob ich nicht Country HR und Personalvorstand werden will. Und ich glaube, der Punkt ist erstens mal Neugier, einfach wissen wollen, was passiert. Es gibt außer einem Betrieb schändlicherweise keinen in Deutschland, in dem ich noch nicht drin war, wo ich auch mich wirklich interessiere, wie läuft das im Betrieb. Weil mit dem Betriebsrat zu sprechen, macht viel Sinn, wenn man weiß, wie läuft es eigentlich im Betrieb. Mich interessieren die Produkte, ich bin per se neugierig. Ich kann dir erzählen, wie ein Schutz funktioniert, also als Sicherungsautomat für Normaldeutsch. Was mich einfach interessiert, oder wie ein Trafo funktioniert oder sowas, interessiert mich einfach. Also eine gewisse Neugier, Affinität zum Technischen. Verlässlichkeit ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und Verlässlichkeit, ich sage das immer mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wir sind auf einer Autobahn. Es ist dein Job, von A nach B zu kommen, aber bitte bleib auf der Autobahn. Und wir müssen eigentlich nur sprechen, wenn du ins Grün kommst. Dann müssen wir dringend sprechen. Aber ansonsten hast du völlige Freiheit, auf diesen drei Spuren auf der Autobahn zu fahren. Und wenn das Auto Motorschaden hat, sag's mir rechtzeitig, nicht drei Stunden rumreparieren und sagen, ups, morgen ist ein Termin, sondern rechtzeitig sagen. Und so habe ich es auch immer gemacht. Und ich glaube, das wird gesehen, das wird anerkannt. Man muss sich auch bei ABB gar nicht, also ich habe mich für keine der Jobs vorgedrängt. Ich war ganz ehrlich sogar 2021 überrascht, als ich Arbeitsdirektor geworden bin. Ich habe gedacht, na, wer wird es wohl? Ne? So, nicht gefragt worden. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet gehabt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, dass man hat dann irgendwann mal einen Namen, einen Ruf, wenn man verlässlich ist, wenn man, ich glaube wirklich, ein Patentrezept ist Neugier. Mhm. Und du kannst gestalten bei uns. Natürlich muss man alles absegnen lassen, mal mehr, mal weniger kompliziert, aber du kannst gestalten, auch in meinem Bereich, Arbeitsbedingungen, Betriebsvereinbarungen, ein bisschen zum Tarifvertrag. Man muss überzeugen können, warum das der richtige Weg ist und das der andere nicht. Und da hilft dir die Neugier. Wenn ich nämlich nicht weiß, wie es im Betrieb läuft, dann kann ich dich nicht überzeugen, das ist der richtige Weg, das zu machen. Und ja, eines ist, glaube ich, noch ganz wichtig. Bei manchen kann es ganz schnell gehen, das Thema Karriere. Aber der Ehrgeiz, wenn ich jüngere Bewerbende vor mir habe und ich frage, wo siehst du dich in 3 bis 5 Jahren? Standardfrage. Ja, Führungskraft. Das muss nicht sein. Das kann auch länger dauern. Bei mir hat es ja auch länger gedauert. Also muss nicht jeder so ein Spätzünder sein wie ich. Geht auch deutlich früher. Und dann die Gegenfrage, was heißt eigentlich Führungskraft für dich? Ja, ich bin Chef, aber das heißt, ich muss Verantwortung übernehmen. Ich muss Verantwortung übernehmen für die Ziele, dass die umgesetzt werden und für meine Mitarbeitenden, damit die die richtigen Arbeitsbedingungen haben, die Ziele mit mir gemeinsam zu erreichen. Und das bin nicht ich, der Ziele erreicht, sondern es ist immer ein Team von vielen Einzelnen, die Ziele erreichen und machen. Das muss man, glaube ich, verstehen und ich denke, wenn man bei ABB Karriere, damit man jetzt eine hierarchische Karriere machen will, dann muss man das, denke ich, beherzigen, dass wir immer in Teams arbeiten und dass die Freiheit und die Rechte, die ich habe, sich spiegeln in denen, die meine Mitarbeiter haben.
Jetzt darf man aber eines auch nicht vergessen. Es gibt, ich habe das mal Zufriedenheitskarriere genannt, es gibt auch Zufriedenheitskarriere. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe jetzt meinen Job und den will ich nicht hierarchisch ändern. Und das sind auch hervorragende Kolleginnen und Kollegen. Und die muss man, du hast es ja gesagt, niemand wird gezwungen, einen Job anzunehmen. Und genau die darf man nicht zwingen, weil wer an dieser Stelle gut und richtig ist, ist nicht notgedrungenerweise auf einer hierarchisch höheren Stelle auch noch gut und richtig. Also man muss es richtig auszirkeln. Bei mir hat es hoffentlich immer ganz gut geklappt. So richtig beschwert hat sich noch keiner. Ja, du, ich finde das ganz wichtig, was du sagst, weil diese Wertigkeit, die oft in diesem Begriff Karriere drin ist, dass man sagt, okay, also wenn ich mich nicht mindestens 2 Jahre nach oben verändere, dann bin ich ja eigentlich, dann versage ich ja eigentlich, ist ja die Frage, okay, was passt denn eigentlich zu mir persönlich am besten, weil to be fair, es ist ja auch unglaublich stressig, mit Mitarbeiter zu managen, also ich glaube, man hat auch so die Vorstellung, okay, dann fällt die ganze Arbeit weg und andere machen die, nee, es ist ja eigentlich nochmal ganz anders, dass halt diese Arbeitsbelastung und gerade Menschen zu führen, natürlich sehr, sehr groß sein kann. Das ist natürlich die Frage, wie viel Stress du selber brauchst und du dir selber machst. Ich kann mir Stress selber machen als Führungskraft und ich meine, alle müssen nach meiner Tanze pfeifen. Nach meiner Pfeife tanzen. Ich dachte, das ist jetzt gerade Witz gemacht. Nein. Okay. Also ich mach mir mehr Stress, wenn ich meine, alle müssen nach meiner Pfeife tanzen, als wenn ich sage, pass auf, bleib auf der Autobahn. Aber sag mir es rechtzeitig. Management by Exception und Objectives, aber nicht Mikromanagement. Und dann ist es wichtig, die richtigen Kolleginnen und Kollegen sich zusammenzusammeln. Ich brauche keine Mitarbeiter, die meine Meinung haben. Die habe ich selber. Ich brauche auch Kolleginnen und Kollegen, die mal sagen, hey, das ist jetzt ein bisschen old-fashioned, was da ablässt, müssen wir das nicht anders denken. Und das kannst du bei mir auch machen, die wissen das, dass sie es bei mir machen können. Bei nicht allen würde ich das so vorbringen, muss man vielleicht ein bisschen diplomatischer sein. Aber das ist genau das, was wir wissen, vergessen und überlegen, wie müssen wir etwas richtig machen. Und ich glaube, das ist schon auch eine Einstellung, mit der man sich auch Stress reduzieren kann oder den richtigen Stress kriegt. Ich helfe meinen Kolleginnen und Kollegen gern, ein Problem zu lösen. Das mache ich gern. Ich löse übrigens auch selber noch Probleme selber, also das macht auch Spaß. Aber wenn du nicht Spaß dran hast, den Kolleginnen und Kollegen zu helfen, zu sagen, wie könnte man denn da hinkommen, dann brauchst du nicht Chef spielen. Jetzt haben wir eben schon über die Ausbildung gesprochen, mit 1000 Menschen bei euch in der Ausbildung. Könnte ich noch ein bisschen was dazu sagen, wie zu ABB kommen kann, über das Trainee-Programm hatten wir besprochen, über duale Ausbildung, über die klassische Ausbildung, über den späteren Einstieg. Könnt ihr da noch mal so einen kurzen Abriss geben? Ja, ganz einfach. www.abb.de/careers. Also wir sind auf etlichen Karrieremessen vertreten, wo wir im Wesentlichen aber in der Tat ansprechen Studierende. Wir haben Projekte zum Beispiel in Berlin mit Girls Attack, wo unsere Kolleginnen an die Schulen gehen in Berlin und auch zeigen, was ist ein technischer Beruf. Wir haben in Berlin im Wesentlichen gewerblich-technische Ausbildung, keine kaufmännische Ausbildung. Und wir sehen, dass in der gewerblich-technischen Ausbildung nach wie vor wir bei 5-8% Frauen hängen. Nicht ABB alleine, alle. Und Girls Attack ist die Initiative, dass wir in die Schulen reingehen, dass diese Kolleginnen mit viel, viel Engagement in die Schulen reingehen und sagen, vor allem natürlich als junge Frauen, als Zielgruppe, wie toll ist eigentlich ein technischer Beruf. Da geht es jetzt erstmal gar nicht um ABB, da geht es erstmal um den technischen Beruf. Und also das ist ein großes Kontaktfeld, da erreichen wir jährlich einige tausend junge Frauen. Und mit Corona war es natürlich ein bisschen dezimiert, aber das wird jetzt wieder anfangen. Und wir sind bekannt, in Berlin haben wir auch sehr viel Verbundausbildung, unsere Verbundpartner kennen uns, wissen, dass wir gut ausbilden. Wir haben eine sehr, sehr gute Quote, was zum Ende bringen, also zum Erfolg der Ausbildung führt. Kaum Abbrecher.
In Heidelberg sind wir auch technisch-gewerblich unterwegs, aber auch sehr viel kaufmännisch und das ganze duale, die ganze duale Ausbildung, duales Studium hängt in Heidelberg oder an Heidelberg, wobei die Auszubildenden selbst in Einheiten in allen Standorten sind. Auch dort, glaube ich, hat AWB einen guten Namen. Wir sind sehr stark verwurzelt in der dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Und sind natürlich auch jederzeit im Internet auffindbar unter den allseits bekannten Jobbörsen, sagen wir es einfach mal so. Aber gleichwohl haben wir das Thema wie alle Marktbegleiter. Wir haben zu wenige Bewerbende. Wir haben tatsächlich freie Ausbildungsstellen. Wir haben glücklicherweise seit 2020 die Anzahl der Stellen erhöhen können. Also der Bedarf des Business ist erhöht worden. Umso mehr tut es uns natürlich weh, dass wir diese Stellen teilweise abgesetzt haben. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, dieses gegenseitige Kannibalisieren. Da sagt das Handwerk, um Gottes Willen, mir nicht die Leute weg, ich brauche die auch. Ja, wir brauchen die auch. Natürlich brauche ich einen ausgebildeten Elektriker, um unsere Produkte zu verbauen. Natürlich brauche ich einen ausgebildeten Zerspannungsmechaniker, der dann unsere Produkte in anderen Unternehmen einsetzt und so weiter und so weiter. Das ist also ein ganz, ganz schwieriges Feld. Wir haben einen sehr guten Ruf, was die Qualität angeht. Und wir haben natürlich einen großen Vorteil, halt fast schon wegen der Größe, dass wir praktisch ausschließlich hauptamtliche Ausbilder haben. Und das gibt uns einen Wettbewerbsvorteil anderen Unternehmen durchaus. Könnt ihr zum Abschluss noch sagen, was war für euch so euer Highlight bei ABB bisher, wo ihr sagt, okay, das hat mich jetzt total geflasht, das hat mega Spaß gemacht oder es war einfach total, total beeindruckend? Du bist sonst hab ich noch aber gesagt. Ach super! Jetzt muss ich ja noch spontan sein. Mein Highlight. Boah, also ich glaube, mein Highlight ist halt generell mein Team, was ich habe. Einfach die Menschen, die alle mit Herzblut dabei sind. Wir sind halt wirklich am Anfang sehr klein gewesen. Wir sind jetzt immer weiter gewachsen. Und ja, das ist einfach so dieses Highlight für mich tatsächlich. Zu sehen, auch wie sich meine einzelnen Mitarbeiter entwickeln und auch sich eben der Geschäftsbereich entwickelt. Das ist so, ja, für mich mein Highlight. Highlight ist wirklich schwierig, weil es sind viele Themen, habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube, wenn ich so überlege, ist Robotics bisher so ein bisschen mein Highlight. Ich bin da zum zweiten Mal, ich war da vor 10 Jahren schon mal und jetzt dann die letzten 3 Jahre auch wieder. Und zu sehen auch, wie sich der Bereich entwickelt hat, wie ich mich auch entwickelt habe, wie ich bestimmte Dinge das erste Mal gemacht habe, als ich da war und Dinge, wie ich es jetzt mache, wie wir auch gemeinsam agieren, wie Ziele, die wir damals hatten, heute umgesetzt sind, wie der Standort sich entwickelt hat, auch was wir jetzt an Begegnungsraum haben. Das sind einfach ganz viele Themen, wo man sagt, man sieht die Entwicklung, wie sich was kulturell, technisch, menschlich weiterentwickelt hat und da so ein Teil von gewesen sein zu dürfen, sie selber ein bisschen eingebracht zu haben und zu merken, okay, da steckt ein Stück Herz von mir drin und von ganz vielen anderen meiner Kolleginnen und Kollegen und da haben wir gemeinsam irgendwie was gemacht, was ich jetzt so über 15 Jahre so ein bisschen auch in der Entwicklung sehen konnte und zu wissen, okay, ich habe ein Stück dazu mit beigetragen, dass es so ist, wie es ist. Ich glaube, das ist so ein Highlight. Das Highlight gibt es bei mir nicht. ich bin so ein typischer Dienstleister. Für mich ist jedes Mal ein Highlight, wenn ein Kunde zufrieden ist, wenn er sagt, du hast mir prima geholfen. Es ist immer wieder ein Highlight, wenn man auch von extern gefragt wird, wie macht ihr das eigentlich? Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, das ist nie ein Highlight für mich und von mir persönlich, sondern immer vom Team, von dem Team, das jeweils in diesem Projekt gearbeitet hat. Und das macht dann auch den Spaß aus. Ich brauche kein gut hast du es gemacht, braver Bub. Ich brauche, und ich glaube, das ist auch ein Punkt bei ABB, du hast es ja auch schon gesagt, unglaublich wichtig ist, Verantwortung wird dir wirklich übergeben. Und das ist Anerkennung. Anerkennung ist wichtig.
Und Anerkennung ist was anderes als Lob. Und Anerkennung heißt, du kriegst immer wertigere, immer wichtigere Aufgaben, musst auch dafür einstehen. Und das ist dann das Highlight, wenn du so eine Aufgabe kriegst. Ja. Vielen, vielen Dank euch. Das hat echt Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen in die Zukunft geguckt. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke dir. Ja, danke. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir haben natürlich unten in den Notes alles verlinkt. Schaut vorbei, wenn ihr auch in der Zukunft mitarbeiten wollt, wenn euch Mobilität, wenn euch Energie, wenn euch Robotik interessiert. Bis zum nächsten Mal.